Willkommen bei meinem Hearts of Iron 4-1 mit Schweden. Tatsächlich habe ich einen ganz entspannten Run gemacht. Ich wusste am Anfang noch nicht genau, wo ich hin wollte. Hab mich erstmal diesen gigantischen Tree angeschaut. Also langsam durch den Focus Tree durch, langsam in die Richtung der Wiederbewaffnung. Weil, naja, wir wollen Krieg führen, so ist es nicht unbedingt. Und hier habe ich mich dann überlegt, welche Partei wollen wir, in welche Richtung soll das ja eigentlich am Ende des Tages laufen. Und, ja. Ich war mir halt noch nicht ganz so sicher, wohin wir wollen. Deswegen habe ich hier einen Augenblick auf jeden Fall mich umgeschaut, als ich mich dann entschieden habe, wo es lang geht, erstmal geguckt, weil neues Spiel. Mein erster Mann war mit Finnland. Dann geschaut, was wir alles machen können. Und dann langsam unsere Nation erstmal aufgebaut. Schweden ist industrietechnisch klein, ressourcentechnisch. Da haben wir richtig gut. Da haben wir dieses obere Gebiet. Und ja. Ich glaube tatsächlich, was war mein Ziel? Ich weiß es tatsächlich nicht mehr. Ich glaube, ich bin Richtung König wiedergegangen. Kann sein, bin mir gar nicht sicher. Ich habe auf jeden Fall versucht, so schnell wie es geht, unsere Nachbarn, wie sage ich das jetzt nice, unsere Nachbarn einfach zu bekommen, damit wir mehr Manpower und Co. haben, weil Manpower bei Schweden ist relativ gering. Abnehmbar denn unsere Industrie ausgebaut. Wie man sieht, ich gehe jetzt hier die Focus Trees durch. Da war am Anfang noch nicht sehr viel zu tun. Hab mich deswegen hier langsam für die paar Sachen bemüht, sozusagen unsere politische Ausrichtung in die richtige Richtung zu lenken. Auch Industrie hochzukriegen. Also die Industrie und so, das ist alles interessant, was mit Schweden geht. Also Schweden hat ein paar sehr, sehr interessante Möglichkeiten zu gehen. Und macht auch sehr viel Spaß. Also ich habe auch einen Run mit Norwegen aufgenommen. Von den Run war ich nicht gerade sehr begeistert. Beziehungsweise waren sogar zwei Runs, die ich jetzt noch zusammenschneiden muss. Von denen war ich so lala begeistert. Also ich mag Norwegen und seine Wege nicht so sehr. Schweden und Dänemark sind super. Mit den beiden habe ich auch was aufgenommen. Als erstes hier, jetzt sieht man ja noch Schweden. Danach, wenn ich die Zeit finde, Dänemark. Und dann, ja, Norwegen. Ja, langsam in Richtung den König zurückholen. Und ich kann sagen, diesen Run habe ich nicht beendet. Aber es hat mir auch gereicht. Ich mag dieses Late-Game-massiven, riesigen Krieg nicht mehr. Das ist mir mittlerweile, wenn ich jetzt jeden Krieg wie in meinen ersten, was sind das, 20 Let's Plays gefühlt beende. Meine 20 Runs, die ich von Anfang an bis zum Ende in einem Longplay hatte. Dann sitze ich so lange dran, dass es für mich keinen Spaß mehr macht. Deswegen habe ich das hier einfach unterbrochen, als es mir zu blöd wurde. Ja, wir haben auch verloren, so viel kann ich sagen. Aber ich habe alles erreicht, was ich wollte. So, Norwegen gibt nach. Wir kriegen schon mal die Kontrolle von einigen Ländern. Meine Armee hier in Dänemark aufgestellt. Und Dänemark gibt natürlich auch ein Gebiet auf. Ah, herrlich, wenn man das kriegt, was man will. So, jetzt wollte ich die Gebiete von Finnland haben. Militär bei Finnland positioniert. Finnland gibt natürlich nicht sein Gebiet auf an mich. Nee, doch, Republik Finnland gibt doch nach. Aber natürlich, anstatt ein Bündnis, ich will das Gebiet haben. Weil, ja. Wir kriegen jetzt hier Island von Dänemark geschenkt. Und ja, ich will natürlich die Territorien haben, das heißt mehr Manpower, anstatt dass es eine Marionette oder ein Bündnispartner ist. Und da erobern wir jetzt Finnland.
Finnland ist immer so eine Sache. Am Anfang kommen wir hier sehr gut durch. Wir können sehr schnell sehr viel Boden gut machen. Und die Truppen sind noch nicht da. Finnland hat eh keine so riesige Armee. Ich habe noch immer eine Armee in Dänemark positioniert. Keine starke, aber immerhin eine. Weil wir werden jetzt gleich Dänemark fordern. Und die Sache dabei ist, wenn das schief geht, führen wir gleich einen Zwei-Fronten-Krieg. Deswegen habe ich dort unten schon eine Armee gehabt. Und Dänemark ist zu unserer Marionette geworden. Hat sich also unterworfen, das war gut. Dadurch konnte ich jetzt meine neue Armee, meine neu gewonnene Armee mit hier nach Finnland schicken. Deutsche Reich möchte jetzt unbedingt unsere Ressourcen haben. Dafür hätten wir ein bisschen was bekommen, aber ich habe mich entschieden, Bunker zu bauen an der dänischen Grenze und Deutschland Nein zu sagen. Währenddessen, der Krieg in Finnland war verlustreich, blutig und echt hart, habe aber einige Kessel geschafft, dann haben wir Finnland kapitulieren lassen. Hier ist noch so ein Stück Finnland über. Und Finnland ist in ein Bündnis mit der USA getreten. Das heißt also, alleine da ist schon diese Sache, ich muss gegen die USA sozusagen kämpfen. Und das hat mich schon genervt. Und das relativ early. So, eine erste Fraktion oder die Fraktion gegründet, welche ich erreichen wollte. Bin ganz zufrieden damit. Hab mich jetzt vorbereitet auf einen Krieg gegen die USA. Ja, gegen Deutschland. Die USA ist mir eigentlich egal gewesen bis dato noch. Und ja, Krieg gegen Deutschland. Wir brechen durch die Linien. Deutschland ist gerade im Großkrieg gegen auch Deutschland. So wie Polen, Tschechien und Co. Die sind gerade ziemlich dabei, gegen Deutschland zu kämpfen. Sind tatsächlich gut dabei, Deutschland in die Knie zu zwingen momentan. Aber wie man es kennt, Deutschland ist ein massives Land mit guter Manpower und guter Industrie. Selbst wenn man sie in die Knie zwingt, Berlin erobert, sie gehen nicht sofort down. Da sieht man, dass wir zurückgedrängt wurden nach etwas Monaten Krieg und dass Deutschland Polen besiegt hat und jetzt in Richtung der Sowjetunion vorrückt. Selbst die Tschechoslowakei ist jetzt am Arsch. Das Einzige, was passiert, ist, dass Frankreich voranstößt und ich zusammen mit Frankreich halt in die Offensive gehe und jetzt Deutschland in der Mitte splitte an der Tschechoslowakei. Da habe ich jetzt Deutschland in zwei Teile geteilt. Das war schon mal relativ gut für mich. Und dadurch konnte ich zum Beispiel meinen Brückenkopf sichern. Deutschland ist zwar noch über Ungarn und so verbunden, aber es ist mit der Versorgung ja nicht mehr so easy für die. Haben Dänemark mittlerweile, glaube ich, sogar schon annektiert. Hab angefangen, Handel zu betreiben mit Kugellagern. Und hab mich dann dafür entschieden, ich weiß gar nicht mehr, was ich mir genommen habe. Ich glaube, die Manpower und Stability. Ja, mittlerweile Dänemark ist halt ein Teil von uns. Langsam aber sicher gliedere ich auch Norwegen ein. Und ja. So, Deutschland besiegt. Leider noch kein Friedensabkommen, weil ich glaube noch irgendeine Partei ist mit im Rennen gewesen. Hab mich aber überlegt, wir kriegen ja eh keinen Kampf gegen die USA hin. Weil ich habe keine Lust auf diesen mega langen Kampf. Also, was ist das nächste Gebiet, was ich haben könnte, was ich will? Das sowjetische Gebiet. Also, habe ich mich darum gekümmert. So, jetzt haben wir natürlich alles eingegliedert. Jetzt sind wir ein großer Staat. Wir kriegen okay Manpower. Es ist immer so ein bisschen so lala. Gerade wenn man eine Nation spielt, die monarchisch ist, dann hat man nie so viel Manpower wie faschistische oder kommunistische Parteien. So, hier Krieg gegen die Sowjetunion. Wie man sieht, wir machen gute Vorstöße, haben sehr weit schon eingebrochen in deren Lines. Nehmen jetzt hier uns die nächste Hauptstadt von denen und beenden damit denn jetzt auch den Krieg. Dieser Krieg war nicht sehr verlustreich für uns. Also relativ halt. Na? So, Friedensverhandlung. Deutsches Reich existiert halt leider noch. Ich weiß nicht, was ich dagegen machen soll. Hab aber ein gutes Stück Boden bekommen. Jetzt hat Deutschland wieder ein bisschen mehr Boden. Jetzt können wir gegen Deutschland kämpfen. Ja. Und jetzt beginnt es langsam, dass der Krieg nicht mehr so läuft, wie ich es gerne hätte. Ich weiß nicht, wie es dazu kommt. Aber Rumänien ist in einem Bündnis beigetreten. Ich glaube, Großbritannien hat mir den Krieg erklärt. Ne, die sind den Alliierten beigetreten. Genau, Rumänien ist den Alliierten beigetreten. Und doch, Großbritannien hat mir, glaube ich, den Krieg erklärt. Und dann war ich in einem Krieg, habe kurz ein paar Konkurrenten noch ausgeschaltet. Hab Rumänien sogar teilweise
fast besiegt, aber es hat nichts gebracht und dann war es ein Zermürbungskrieg und ich habe diesen auf Dauer verloren. Und deswegen, ja, ist dieser Run gescheitert, aber es war ein angenehmer Run. Ich wollte es nicht normal machen. Ist halt ein sehr Late Game gewesen. Bis zum nächsten Mal dann.